Moin Moin Leute, Tumlo hier und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 und wir werden sofort Clemson angreifen. Beziehungsweise bevor wir das machen, ich habe mir die Sachen angeguckt und es gibt zwei wirklich interessante Sachen für uns, nämlich die administrative Effizienz und die absolute Herrschaft, wobei ich die Effizienz nochmal vorziehe, das heißt, die nehmen wir uns auch gleich. Und wir greifen Clemson an. Hat man auch noch Bündnispartner? Nein, das heißt, wir greifen Clemson an. Heiliger Krieg, Marokko wird mit reingezogen und los geht es auch schon. Oh, und da wird unsere Flotte gerade ein bisschen nicht so schön behandelt. Kann mich aber auch leider gerade nicht zurückziehen. Und das war vielleicht ungünstig. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber... Na, das werden wir verlieren, so wie es aussieht. Ja, da habe ich mich nicht konzentriert. Schade. Ziehen wir uns erstmal zurück. Unser General wird auf jeden Fall ein abgehärteter Krieger. Marokko hat halt schlichtweg mehr Truppen als wir und ich habe beim letzten Mal nicht drauf geachtet. Beziehungsweise beim letzten Mal mussten wir ja nicht auf diese Truppen achten. Deswegen habe ich es jetzt schlichtweg vergessen. Aber gut, das sollte kein großes Problem sein. Wir kümmern uns hier erstmal um die Truppen von Clemson. Wir bessern vielleicht auch nochmal in Versahen die Beziehungen weiter. Wirklich interessant sind die Sachen nicht. Also ich warte hier erstmal auf die nächste Tech, die will ich noch mitnehmen. Prioritätensetzung und sowas. Also wir sichern uns erstmal das ganze Gebiet hier. Die Belagerung von Msab haben wir mittlerweile gewonnen und werden jetzt dann schön versuchen, die gleichzustellen. Die Großmächte übernehmen ja die ganze Zeit Schulden. Meine Schulden wollte nie jemand übernehmen. Bin mir ehrlich gesagt auch gerade gar nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist von der Mechanik her, dass man die Schulden einer Spielernation quasi übernehmen kann. Eigentlich schade, wenn nicht. Aber gut, ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, dass wir die hier fertig machen vernünftig. Vielleicht auch nicht, weil die da Hilfe brauchen, so wie es aussieht. Es wird spät. Ach man, es ist nicht länger ein gültiger Rivale. Ah, komm schon, das schaffen wir aber. Wenn auch mit relativ hohen Verlusten. Es geht aber noch. Also wir hatten die höheren Verluste, das stimmt, aber es hält sich tatsächlich noch in Grenzen. Ich werde einfach mal versuchen, dran zu bleiben. Und die marschieren wirklich nach da unten? Okay. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. In dem Fall... Ja, die marschieren da weiter. In dem Fall will ich hier erstmal ein bisschen was besetzen. So. 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 Enden wieder Waffenruhen. Dann stellen wir uns jetzt nämlich hin und belagern erstmal ein bisschen. So gut es halt geht. Sodass die dann eventuell sogar hier unten feststecken irgendwann. Das wäre ganz angenehm eigentlich. Ja, und die sammle ich einfach mal hier in der Provinz. Algerien baut sich halt gerade wieder so ein bisschen auf, was mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Aber es sollte gehen. Damit kommen wir schon klar, da finden wir einen vernünftigen Weg. Oh, das könnte ich aber mal wieder machen. Stabilität erhöhen. Ist auch gut für den Absolutismus wert. So, sehr schön. Ich sammle einfach mal meine Truppen in Ruhe. So, die haben wir schon mal. Möglicherweise wird es sinnvoll sein, einen Separatfrieden mit denen anzustreben. Wir müssen dann einfach schauen, wie gut wir mit denen klarkommen. Auf jeden Fall marschiere ich jetzt erstmal hier hoch und werde wahrscheinlich gleich einfach mit beiden Armeen auf Saud drauf marschieren. Und die feindliche Armee stellen.
18. März und 27. Oh, wow. 1, 2, 3. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob wir noch rechtzeitig kommen. Ich habe nämlich gerade nicht aufgepasst. Ja, also tun wir. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hätte kaum besser laufen können. Dann will ich tatsächlich mit einer der Armeen die Verfolgung aufnehmen. Allerdings mit der hier, weil das eindeutig der bessere General dafür ist. Ich meine, wir könnten auch beide mitziehen. Ja, wir ziehen beide mit. Oder wir konzentrieren uns halt jetzt wirklich auf die Belagerung und das mache ich. Die Belagerung bringt uns nämlich gegen Marokko einfach mehr. Ich meine, Armeen besiegen schön und gut, aber das bringt relativ wenig Warscore. Dementsprechend konzentriere ich mich jetzt mal ein bisschen auf die Festung. Mal schauen, ob das überhaupt funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Und ihr Vasallen solltet vielleicht unterstützen eher. Das wäre, glaube ich, sinnvoller, wenn ihr euch einen Unterstützungsfokus holt. Da unten verliert ihr nur eure Truppen. Ja gut, das war zugegebenermaßen nicht schlecht, aber trotzdem. Das war nämlich sehr schlecht. Und genau das hatte ich nämlich befürchtet, dass sowas passieren würde. Na gut, bis Marokko wieder oben ist und eine große Gefahr darstellt, dürften wir sogar beide Festungen haben. Und dann sollten wir die eigentlich rauskugeln können. Ja, wobei, die sind tatsächlich auf dem Weg zu uns. Die wollen uns, glaube ich, da stellen. In der Festung. Das könnte eng werden. Ja, sie marschieren außen rum. Okay. Oh. Wir haben einen Erben. 3-3-3. Das ist... ist okay. Besser als das, was sie jetzt vorher hatten. Aber immer noch nicht die Welt, aber man kann damit definitiv arbeiten und jetzt greifen sie an. Und es sah erst aus, als würden sie verlieren und dann hatten sie auf einmal gutes Würfelglück. Schade. Der lokale Befestigungsexperte darf in seiner Heimat bleiben. Die Armee flieht. Und wir dürften aber gleich Fez haben. Sehr schön. Wisst ihr was? Ich hole mir mal den Diplomaten nach Hause. Und dann gucke ich gleich mal, ob ich einen vernünftigen Frieden da rauskriege. Wäre ja auch nicht schlecht, habe ich gehört. So ein Frieden. Kann manchmal ganz nützlich sein. Sie wären auf jeden Fall zu einer Menge Zeug schon bereit. Also ich hätte auf jeden Fall Fez selbst sehr gerne. So viel steht fest. Was man hier theoretisch machen könnte, wenn wir dann... Klemtsche, wobei Algerien hier... Na, das klappt nicht. Wir haben halt nichts Kleines, was wir hier entlassen können, leider. Was sehr, sehr schade ist, zugegebenermaßen. Aber da muss ich mal schauen. Ich schaue da gleich in Ruhe drüber. Die gebe ich auch mal an Algerien. Weil gerade die Küstenprovinzen sind halt auch relativ viel wert. Das würden sie zum Beispiel schon nicht mal mehr annehmen. Nehmen wir an, wir nehmen nur Fez und nehmen ansonsten Gold. Dieser Frieden wäre möglich. Okay, den nehmen wir. Damit ist Marokko raus. Algerien hat eine weitere, ziemlich wertvolle Provinz. Und ich kann mich jetzt darum kümmern, dass wir Tlemcen endgültig erobern. So wie es schon vorher der Plan war. Und es sieht auch eigentlich so aus, als würde dieser Plan gleich Erfolg haben, weil das bringt denen auch nicht viel. Hier marschiert nach Emsab. Hier marschiert einmal außen rum und blockiert diese Armee. Ihr fahrt in den nächsten Hafen. Geht, wie gesagt, dann komplett an Fezzan. Und nee, darauf warten wir noch. Wir warten auch noch, bis die Tech
günstiger ist, bevor wir uns das holen. Ja, wobei, die eine Provinz wird an Algerien gehen, weil sie da schon die Kernprovinz haben. Natürlich, dann das wäre schwachsinnig, das irgendwie anders aufzuziehen. Aber der Rest sollte eigentlich an Fersan gehen. Einfach weil Algerien halt auch schon groß genug ist, meiner Meinung nach. Machen wir noch so. Und Fersan kann halt schlichtweg nicht viel anderes erobern. Von daher könnte Fersan höchstens noch an den Osmanen größer füttern. Und naja, das ist immer so eine Sache. Okay, damit haben wir sie komplett. Schauen wir mal, ob sie jetzt bereit sind, den Frieden zu schließen oder ob wir erstmal das Ganze zurückerobern müssen. Nee, sie sind bereit für die volle Annexion. Machen wir noch das hier dazu. Und sorgt nicht für relevante neue potenzielle Koalitionsmitglieder. Also ist alles bestens. So, ihr geht noch da hoch. Ihr sammelt euch in Tunis. Und wir haben erfolgreich die nächste Nation vernichtet. Und haben damit eigentlich eine ziemlich gute Kontrolle in Nordafrika, was wir sowieso schon hatten, aber damit bleibt wirklich nur noch auf der einen Seite das Osmanische Reich und auf der anderen Seite Marokko mit einem kleinen bisschen Portugal noch dazwischen. Aber es ist eigentlich eine relativ angenehme Lage jetzt. So. Gut, was machen wir als nächstes? Auf der einen Seite möchte ich hier noch die absolute Herrschaft haben natürlich und dann werden wir neue Staaten gründen und so weiter. Aber andere Frage ist zum Beispiel, was sagt die AE? Wie gesagt, nächstes Ziel ist dann eigentlich Polen-Litauen in knapp 3 Jahren wieder. Und ich glaube, da fange ich sogar sofort an überzusetzen. Weil, worauf warten wir? So nach dem Motto. Österreich ist zum Beispiel nicht mehr dabei. Das heißt, ich würde direkt einfach über Polen-Litauen drüber rennen und wahrscheinlich nicht mal Böhmen mit reinziehen, sondern eher nur Moskau, die sich dann um Schweden kümmern sollen. Und das schaue ich mal, wie genau ich das angehe. Eine Armee bleibt auf jeden Fall erstmal hier, denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Probleme mit Rebellen bekommen. Was unschön wäre. Liturgische Reform. Unterstützen wir natürlich. Unsere Autorität ist sowieso Bombe. Aber jetzt setze ich auch mal den Armeeunterhalt runter, glaube ich. Ich sollte auch wieder ein bisschen Geld investieren. Es bringt ja nichts, wenn das Geld einfach nur rumliegt. Gut, wir nehmen Rom. Und wir nehmen Bachmut. Und ehrlich gesagt können wir sogar noch mehr bauen. Gibt es noch irgendwo was über 0,3? Nein. In dem Fall schaue ich mir nochmal hier drauf, das bringt relativ wenig. Wisst ihr was, bauen wir mal ein paar davon. Stärken wir mal unseren Handel wieder ein bisschen. Da könnte ich bei Gelegenheit auch nochmal drüber schauen, ob wir da nicht mal wieder was dran ändern wollen. Ich sollte auf jeden Fall wieder einen Diplomaten losschicken, fällt mir gerade auf. Nach Fersan. Weil in Algerien brauchen wir keinen, Algerien liegt uns sowieso. Gleich gibt es wieder 2 neue Tags, beziehungsweise Algerien wird sowieso schon integriert, also warum sollte ich da die Beziehung noch hochhalten? Und örtliche Kaufleute kriegen natürlich immer Hilfe. Ist ja nichts Neues, das Event. Ist jetzt nicht die Mega-Überraschung. Was sagt eigentlich unser Flottenlimit gerade? Unser Flottenlimit sagt, wir können deutlich ausbauen. Ich glaube, das mache ich dann sogar. Dann würde ich nämlich gerne insofern ausbauen, wenn ich dann ein bisschen Geld wieder auf der hohen Kante habe, dass wir eine komplette Armee, also 28 Truppen mit einem Schiff, mit einem Rutsch transportieren können. Also brauche ich mindestens 28 Transportschiffe. Und ja, ich schaue mal, wie ich das genau handhabe. Ich werde wahrscheinlich irgendwie auf 10 Handelsschiffe, 20 Galeeren und 30 Transportschiffe machen für den Anfang. Und dann halt, wenn wir wieder das Limit weiter erhöhen, weiter ausbauen und so weiter. Ist ja jetzt auch nichts Neues.
Und ich habe keinen. Wisst ihr was? Ich nehme die Stabilitätskosten. Denn damit kriegen wir Autismus? Was? Nein. Absolutismus. Das ist. Autismus ist was anderes. Nein. Wir erhöhen den Absolutismus weiter. Ihr merkt, Stufe 2 bringt uns noch nicht so viel. Aber das wird noch deutlich besser. Ich werde auch mit Sicherheit als nächstes hier den Absolutismus-Bonus nehmen. Die absolute Herrschaft. Und worüber man auch nachdenken könnte, ob es Sinn macht, eventuell irgendwo mal die lokale Autonomie zu senken und so weiter. Und tatsächlich macht es das an manchen Stellen. Vor allem, weil wir trotzdem keine Probleme mit Rebellen bekommen werden. In diesen Provinzen. Oder nur minimale. Und das gibt uns halt auch hier wieder Absolutismus. Außerdem können wir mal die nächsten Tags nehmen. So, ansonsten natürlich die übliche Frage. Wo kommen neue Staaten? Hier das ganze polnische Gebiet macht meiner Meinung nach durchaus Sinn. Wobei das jetzt weniger, weil das in osmanischer Hand ist. Das ist schon eher... Ist da was? Schauen wir uns doch mal die entsprechende Karte an. Wo habe ich die denn? Jetzt muss ich suchen. Habe ich die noch nicht im Shortcut? Tatsächlich, ich habe die nicht im Shortcut. Muss ich dann noch nachholen eventuell. Wo haben wir denn die Staaten? War es bei Geografie? Ja. Hier unten? Also das Gebiet, das italienische Gebiet generell, weil es halt relativ reich ist, möchte ich ganz gerne haben. Und ansonsten eben hier vor allem das mehr oder weniger Kerngebiet. Macht ja durchaus Sinn. Aber fangen wir einfach mal hier an. Die westlichen Mittelmeerinseln, bringen die so viel? Ich weiß es nicht. Ach, nehmen wir sie mit, das geht. Kann man auf jeden Fall machen. Und dann eben generell weiter russische bzw. polnische Gebiete. So, damit haben wir alle. Müssen wir uns nur wieder die Punkte ansparen, um die auch tatsächlich zu integrieren. Und wir müssen natürlich den entsprechenden Leuten wieder ihr Land zuweisen. Damit sie nicht anfangen rumzujammern. So. So. Geben wir noch hier unten was und damit sind sie wieder zufrieden. Okay. Unser Land wächst, unser Land wird vor allem auch weiter zu Kernprovinzen und wird weiter stabilisiert und zusammengezogen. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Knappe 2,5 Jahre bis zur nächsten Kriegserklärung. Ist auf jeden Fall noch genug Zeit, um auch Vilnius zur Kernprovinz zu machen. Und einfach ein bisschen zurückzulehnen und dann eventuell eine weitere Armee komplett auszuheben auch. Ich glaube, so langsam wird es sinnvoll. Und eben auch hier, wie angekündigt, die Flotte auszubauen. Machen wir erstmal 28. Und machen wir so. Und wenn wir schon mal dabei sind, wobei, jetzt noch nicht, das machen wir gleich, dass wir weitere Handelsschiffe bauen. Damit lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Wen wir aber demnächst auch mal angreifen könnten, wäre theoretisch Spanien. Dass wir uns da eventuell mal mit Frankreich zusammentun und da draufhauen oder sowas. Wir könnten gerade den Sudetenkrieg reformieren und ich glaube, wir machen das einfach mal. 14 Provinzen, das lohnt sich. Und ein neuer Rivale, weil wir zu wenig Rivalen haben. Das Osmanische Reich hasst uns mittlerweile komplett. Wir nehmen Polen-Litauen, gegen die wollen wir immerhin sowieso gleich Krieg führen. Und nach dem Krieg sind sie aber raus aus der Liste, endgültig wahrscheinlich. Das heißt, dann werde ich mich den Osmanen zuwenden. Und erstmal haben wir jetzt unmoralische Preise. Die Kornpreise sind notorisch instabil. Viele Faktoren, angefangen vom Wetter am Anbauort bis hin zu Vorfällen, die sich hinderlich auf die Lieferung auswirken, können den Preis urplötzlich in die Höhe schnellen lassen.
Aufgrund einer solchen raschen Veränderung herrscht in vielen unserer größeren Städte derzeit akuter Kornmangel. Die hungrigen und verzweifelten Gemeinen richten ihre Wut auf die Händler, die ihrer Ansicht nach diese Situation zur Preistreiberei missbrauchen. Die Händler dagegen behaupten, dass dies eine natürliche Folge des Mangels ist und dass es einfach nicht genügend Brot für alle gibt. Wir warten kurz ab, bis wir genug Geld haben und wir kaufen das vorhandene Brot und verteilen es. Und erbitten uns hier einfach den Beitrag als Reaktion noch. Das löst so ein paar Probleme, glaube ich. Und jetzt haben uns die Osmanen rivalisiert. Damit ist es endgültig klar, dass wir die nicht auf unsere Seite kriegen. Was ist das denn? Russischer Kreuzzug gegen die Euraten. Russland, also Moskau, kämpft gerade gegen Ming. Wow, wunderbar. Das nenne ich mal interessant. Und je nachdem, wie dieser Krieg läuft... Na gut, wir können jetzt eh nicht die Seiten wechseln gerade. Jetzt haben sie auch gerade Frieden geschlossen. Nein, doch, haben gerade Frieden geschlossen. Und die Osmanen sind hier, haben es hier nach Österreich reingefressen. Ein bisschen Gold gab es nur für Moskau. Mehr nicht. Frankreich greift wieder die Inka an. Viel Spaß da oben. Ich meine, Frankreich ist für mich ja sowieso hauptsächlich ein defensiver Verbündeter momentan. Aber hier würde ich gerne mal ein bisschen was ausbauen. Eine Werkstatt kann man auch mal wieder bauen. Macht hin und wieder durchaus Sinn. Und eigentlich müssten wir auch ein paar neue Festungen bauen. An gezielten Positionen. Ich bin ja auch ehrlich gesagt am Überlegen, ob die Krim so eine gute Position ist. Aber die Krim ist halt einfach ein Handelszentrum, deswegen die Provinz ist wichtig. Aber zum Beispiel... Astrakhan könnte man nach Kuma verlagern, dass wir quasi die Festung eins weiterlegen, weil momentan können die theoretisch hier durchmarschieren. Oder man baut eben hier eine weitere Festung. Tscherkessien wäre sowieso nötig, glaube ich. Aber das muss noch nicht unbedingt jetzt sein. Das ist mehr so ein generelles Ding. Ich meine, jetzt haben uns die Osmanen rivalisiert, jetzt müssen wir sie auf jeden Fall im Auge behalten. Mussten wir ja sowieso schon. Jetzt ist es nochmal gefährlicher geworden. Aber so langsam haben wir ja eine komplett durchgeplante Grenze eigentlich. Ich meine, hier unten wäre eine Festung auch noch sinnvoll, wenn man das Gebiet überhaupt schützen will. Oder ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, es eher hier zu belassen, dass man eben ab Astrakhan erst verteidigt, weil das da unten eh irrelevant ist. So nach dem Motto. Muss man halt schauen. Sehr schön. Spanien verliert Provinzen. Oh, die Waffenruhe ist zu Ende und ich habe nicht auf die Zeit geachtet. Moment, machen wir so. Du kommst heim. Wir haben Januar 1650. Dann sollte auch bald der globale Handel erscheinen, glaube ich. Und wir können theoretisch wieder Strelitzen ausheben. Machen wir aber nicht, wir haben Besseres zu tun. Wir erklären nämlich Krieg. Russland kommt mit, Auslöschung der Ketzerei. Und wie dieser Krieg läuft... Das seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis morgen, haut rein!